Wenn die Kardashians hier alle super tolle Haare bekommen, dann werde ich die doch auch kriegen, oder? Taste Test. Hallo, ich bin's Kim Lian und heute spielen wir wieder mal Ermittler. Wir machen Werbung versus Realität, allerdings in einer ganz besonderen Special Edition, nämlich Influencer-Werbelügen oder auch Nicht-Lügen, Influencer-Werbung, je nachdem, wir werden es herausfinden. Ich habe die ersten paar Produkte, die ich auf Accounts von Bloggern, Instagrammern, Reality-Stars finden konnte und die mir auch vorgeschlagen wurden, gekauft. Ich kann es kaum erwarten, jetzt zu gucken, ob diese Sponsored-Post-Produkte tatsächlich ihre Versprechen halten und die Werbung bei den Influencern gerechtfertigt ist. Das hier ist mir auf der Entdecken-Seite direkt ins Auge gesprungen. Das ist, wie du gut erkennen kannst, ein Beauty-Blender. Aber nicht irgendein Beauty-Blender, wie wir ihn schon kennen. Nein, er hat die gleiche Form, aber er ist aus Silikon. Es gab ja letztes Jahr schon so Silikon-Pads, mit denen man seine Foundation auftragen konnte. Die waren dann schnell wieder weg vom Fenster. Ich hatte auch so einen und mir hat es halt einfach nicht gefallen, dass du damit nicht ordentlich in die Kanten und Ecken rein konntest. Das soll da anders sein, weil der eben auch so spitz zuläuft und man da dann in die Nasen-Area gut reinkommen soll und so weiter. Oh mein Gott, wie fühlt sich das denn an? Ganz weird irgendwie. Sind auch so kleine Glitzerpartikel drin. Von der Festigkeit ist es 1:1 wie ein Beautyblender. Guck mal, wie exakt man da die Linien malen kann am Lippenstift hier unten entlang, um einfach die Kanten so ein bisschen sauberer zu zeichnen. Wie so ein Stift mit Concealer drauf. Und man kann halt wirklich, wenn da noch Reste irgendwo kleben, die auch noch im Gesicht verteilen an anderen Stellen. Also du siehst, er ist wieder genauso sauber wie zu Beginn. Also definitiv einen fetten Daumen nach oben für diesen Silikon-Beauty-Blender. Man muss ihn auch nicht vorher nass machen, so wie den Beauty-Blender. Das heißt auf Reisen, wenn gerade kein Wasser da sein sollte oder so. Ich glaube nicht, dass man sich dann schminkt, aber egal. What? Bro, what are you talking about, man? Absolut gerechtfertigt beworben und jeden Cent wert das Ding. Ich verlinke dir übrigens auch alles unten in der Infobox, falls sich das näher interessiert, das Zeug. Gerade für teure Foundation werde ich den definitiv verwenden, um ja keinen Tropfen davon zu verschwenden. Spare, spare, spare. Auf einer Beauty-Seite, die so Make-up-related Postings und Videos und Hacks postet, da war in der Caption eine Werbung für einen Online-Shop und da gab es diesen Pinsel hier zu kaufen, der auch im Tutorial vorkam. Das soll der ultimative Einhorn-Meerjungfrauen-Pinsel sein, angeblich. Und er soll extrem gut zum Konturieren sein. Wow, oh mein Gott, ich fühle mich gerade, als hätte ich so einen richtig geilen Einhornhaar-Zauberstab aus Harry Potter oder so in der Hand. Wie schön ist dieses Produkt? Es hat sich so gelohnt zu warten, egal ob es gut funktioniert oder nicht. Im Notfall ist es Deko auf meinem Schminktisch und es ist so weich. Oh mein Gott, es ist so weich. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Wir probieren das Ganze jetzt mal mit meiner liebsten Konturpalette aus von Sleek. Die kann ich dir auch unten verlinken, falls es dich interessiert. Da ist ein Highlighter, ein Blush und so ein schöner Bronzing, Kontur, was auch immer, Puder. Mir bricht das gerade das Herz, wenn ich sehe, wie ich diese wunderschönen bunten Pinselborstenenden jetzt so braun mache. Hier vorne so an der Rübe. Habe ich da jetzt so einen braunen Balken oder was? Das Doppelkinn ein bisschen kaschieren. Ich kann nur so viel sagen, dass das, was aufgetragen wurde, eigentlich ohne viel zu verblenden, total gleichmäßig geworden ist. Und dass diese geschwungene Form hier sich mega gut den Konturen von meinem Gesicht angepasst hat. Also hier so in Richtung Wangenknochen. Sprich, das ist sehr ergonomisch gut designt. Und der Auftrag ist auch ganz gut, also auch dieses Produkt hat es verdient, auf Instagram den Followern empfohlen zu werden. Zumindest meiner Meinung nach. Ich habe da jetzt nichts auszusetzen. Das Einzige, was das jetzt noch toppen könnte, ist, wenn das Ganze nach Einhornpups duften würde. Was es nicht tut, aber es ist trotzdem ein guter Pinsel.
bei einer koreanischen Beauty-Instagrammerin oder Bloggerin, ich glaube, sie hat auch einen Blog, habe ich dieses Produkt hier entdeckt. Das ist eine Kürbismaske. Ja, was man über die Entdeckenseite auf Instagram nicht alles findet, ne? Ich fand, das hat ganz lustig ausgesehen mit so vielen kleinen Kürbissen, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ich bin gespannt, was das jetzt kann. Puh, das ist ganz schön nass, was mir da entgegenkommt. That's what she said. Legen wir direkt los. Man soll diese kleinen Kürbisse einfach in seinem Gesicht verteilen überall. Und das sieht wirklich fabulous aus, oder? Okay, Freunde, das ist jetzt das Ergebnis. Die fallen mir alle schon runter, die Kürbisse, und sind komplett ausgetrocknet. Viel Verwischen von dem Serum kann ich in meinem Gesicht gar nicht mehr. Das hätte ich nämlich laut Gebrauchsanweisung machen sollen, aber es ist alles komplett eingezogen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich finde es geil, wie hier die Kürbisse so auf mir drauf liegen. Das Serum ist so richtig in die Poren hier an der Stelle, wo der Kürbis drauf war, reingegangen und hat sich dann so ausgebreitet, auch über die trockenen Stellen. Sehr interessant und tatsächlich zu Recht beworben und wirklich empfehlenswert. Und so sieht der Boden unter mir übrigens aus. Etwas, über das ich auf dem Profil einer britischen Influencerin gestolpert bin, ist dieses wunderschöne, süße, kleine Herz. Und jetzt nimm dir eine Sekunde, pausier das Video und schreib mal in die Kommentare, was du denkst, zu was das Ding gut ist. Na, hast du schon reingeschrieben? Okay, 3, 2, 1. Es ist ein Pinselreinigungsherzchen. Oh mein Gott! Wow! Pinselreinigungsherzchen. Oh mein Gott! Wir machen jetzt den absoluten Härtetest mit diesen zwei Pinseln. Der eine ist mein Augenbrauenpinsel und der andere einer, mit dem ich wasserfesten Eyeliner immer verwische an meinem Auge. Und dann geht's hier auch schon los, die wilde Fahrt. Und oh mein Gott! Da kommt so viel Zeug runter! Bitte guck dir mal das hier an. Mit dieser braunen Seife könnte ich noch 30 Mal meine Augenbrauen nachziehen. Okay. Das ist eigentlich jetzt nach einem Mal schon ziemlich, ziemlich sauber. Man erkennt wieder, dass der Pinsel vorne eigentlich weiß war. Auch hier beim wasserfesten Kajal geht es wieder richtig ab. Und voilà, jetzt demonstriere ich dir gleich, wofür die andere Seite da ist. Und zwar, um die Pinsel hier so schwebend nach unten hin reinzustecken. Und dann kann nämlich das gesamte Wasser, das normalerweise, wenn man sie so rum hinstecken würde, nach unten zum Holz laufen würde, das läuft dann gleich wieder raus aus dem Pinsel und macht auf Dauer nicht eben das Holz morsch und kaputt und eklig. Ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn. Der Pinsel trocknet dann auch schneller und overall wieder Daumen nach oben auch für dieses Produkt. Ich bin mal sehr gespannt, ob mich dieses Produkt jetzt auch so vom Hocker haut. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil es einfach so ominös ist. Andererseits wirbt eine ganze Familie dafür. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch zur Abwechslung verraten, um wen es geht. Ach, egal. Es geht beim letzten Produkt um die Kardashians. Was soll auch schon groß passieren? Für die ist ja jede Publicity gute Publicity, auch wenn ich das Produkt jetzt nicht mag. Außerdem, jeder, der den Kardashians folgt, hätte beim Anblick dieser wunderschönen Pillen hier sowieso gleich gewusst, von welchen Reality-TV-Star ich spreche. Es hat nämlich wirklich jede einzelne Schwester diese Tabletten hier schon beworben. Da die Kardashians ja alle super schön seidig glänzende Haare haben, war ich guter Dinge und habe mir vor etwas über einem Monat die Dinger für 30 Euro bestellt. Wo versteckt es sich? Da! Oh mein Gott! Ich habe sie! Taste Test! Spaß. Haha. Es schmeckt eigentlich ganz okay. Ja, ist wie so ein Joghurtgum, also wie so Katjes einfach. Vitamin A, C, D, E, B6, B12. Und richtig krass ist, bei Biotin sind statt 100% 1667% des Tagesbedarfs drin. Also ein bisschen übertrieben, das kann der Körper eigentlich sowieso nicht aufnehmen. Aber we will see. Ja, und jetzt, nach einem Monat sitze ich hier und das sind meine Haare. Sehen sie anders aus als vor 30 Tagen? Ich persönlich glaube nicht wirklich, oder? Glänzen sie außerordentlich stark? Ich finde, sie sind immer noch recht matt und ja, nicht viel besser als vorher. Also somit haben wir doch noch ein Flop
Produkt in diesem Video. Und das ausgerechnet von den Kardashians. Ich dachte, die lassen sich nicht einfach kaufen. I love money. Spaß beiseite, die meisten Produkte waren wirklich überraschend gut. Ich habe jetzt auch noch eine Verlosung für dich und lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn dir dieses Video gut gefallen hat, ich würde mich sehr drüber freuen, wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, ob du jemals ein Produkt aus einem gesponserten Post eigentlich nachgekauft hast. Ich freue mich über jeden Kommentar da unten. Ansonsten, bei meiner wunderschönen Verlosung kannst du auch auf Instagram teilnehmen. Schreib mir unter genau dieses Bild einfach mal in die Kommentare, welches Produkt aus diesem Video dich am meisten überrascht hat. Und schon gewinnst du mit etwas Glück auch ein paar der Produkte aus diesem Video. Ich habe nämlich auf gut Glück einige doppelt gekauft. Ansonsten können wir uns natürlich auch gerne in meinem eigenen Online-Shop sehen, wo ich meine neue Schmuckkollektion gelauncht habe. Oder ganz einfach im nächsten Video. Tschüss!